So, ich gehe jetzt hier durch. Ich muss dieser Flamme also ausweichen. Die macht nämlich Aua. Das ist aber klar. So, jetzt hier nach oben. Gut, der bleibt aber so, wie er ist. Das hast du aber nicht gut gegriffen, Mädchen. Ah, ich verstehe. Okay, die Frage ist, wie komme ich da hin? Von da kam ich. Ich könnte eigentlich theoretisch auch... hochgegangen. Ich bin direkt hier hoch, ne? Das bedeutet, ich könnte gucken, ob hier noch irgendwas ist. Was ich nicht glaube. Oder, nee, warte, ich kam doch von da, oder? Nee. Ich sag nix. Gut. Das ist ja ein toller Empfang. Lass mich raten, du machst deinen Mund jetzt zu. Nee, doch nicht? Okay. Doch, ich hab's gewusst. Warum war mir das so klar? Och nee. Ich wollte schon sagen, mit den Wespen. Mit den Wespen geht es ja eigentlich ganz gut. Aha, ich hab dich eingeholt, hab dich ausgetrickst, du Mümmelmann. So, hier gibt es nur Zähnchen, hier gibt es keine Energie. Und Klappe zu, Affe tot. Ja, super. Ach Mist. Lass mich raten, ich muss die Tür aufmachen. Und dann muss ich irgendwie dahin. Wetten? Die Löwen, die sehen schon so verdächtig aus. The Lions. Es war so klar. Es war mir so klar. So, und du machst jetzt deine Schnauze auf. Wetten? Nee, nicht ganz. Okay, dann muss ich da nach oben. Das bedeutet, es funktioniert, aber es ist schnell. So, okay. Jetzt geht das Ding auf. Alles klar. Aber retarded runterspringen ist nicht. Oder vielleicht doch. Ja, mit ein bisschen Timing. Perfekt. Puh. So, jetzt muss ich die nächste Brücke durchqueren. Gibt es hier noch irgendwas? Schade, ich dachte, man könnte hier so lang gehen oder so. Die Masken sehen gruselig aus. Na gut, dann will ich mal hier wieder ins Wandgemälde rein. Super, dass du noch da bist, Justin. Mir werden mich wieder nur ein Zuschauer angezeigt. Was entweder stimmt oder nicht. Die Kriegsführenden ohne Sinn und Zweck missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarben die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen.
Trotzdem blieben sie und versuchten, ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Okay, das bedeutet, hier gibt es Wespen, die machen Aua. Die schießen aber immer nur in eine Richtung. Das bedeutet, hier lernen wir jetzt die Geschichte kennen, wie die Wespen angefangen haben. Ich kann nicht ausweichen, ich kann nur springen. Das erinnert mich so ein bisschen an so ein Super Mario Spiel. Ich kann mich auch klein machen, alles klar. What? Ah, okay, ich verstehe. So, und man kann natürlich der Alice und das Röckchen pusten. Keine Ahnung, was es mit dem Pfirsichen auf sich hat, außer dass die vielleicht ein, zwei Zähnchen geben, aber. Ihr Mümmelmänner. Nicht mit Alice. Die ist zu tough für euch. So, du fällst jetzt nach unten. Nach oben. Ja, da gleiten wir ganz schön. A la Peach-Man hier. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es bringt, wenn man alle Pfirsiche hat. Geht's hier weiter? Nee, hier gibt's nur einen Pfirsich, ne? Na, wer weiß das schon? Lass mich raten, hier muss hier bestimmt irgendwie hoch. Da irgendwas ziehen. So, ich muss jetzt diesen stumpfsinnigen Dingsbums ausweichen. Noch Mist. Jo-lo-lo-lo. Ja, Sascha und Timing. Ist. Finde ich gerade ziemlich. Ich finde, das ist generell so ein bisschen cool eigentlich gerade. Ich weiß nicht, wie du das so findest, Justin. Aber mir gefällt diese Art von Spiel sehr eigentlich. Vor allem, weil es halt immer ein bisschen ja, es bringt Abwechslung rein. Weißt du, du hast dieses Hack and Slay, du hast dieses Puzzeln so ein bisschen, das ist an sich ja schon ganz geil. Aber diese 2D-Dinger bringen nochmal so ein bisschen Variation rein. Finde ich sehr schön gemacht. Vor allem auch passend. Passt auch ins Spiel.
ins Ambiente, ins Level. Gerade. So, und natürlich, es war so klar. Alter Schwede. Alter, da hat der Hysteriemodus mir so krass den Arsch gerettet gerade. Holy moly, Broly. Ich find's cool, dass der Bildschirm sich so ein bisschen verändert, wenn die Alice so kurz vorm Kollaps ist. Ist auch eine Kleinigkeit, die ich halt feier. Okay, wie komme ich da hoch? Was ist da oben? Ich will da hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Ich will da hoch, bitte. Manu, warum komme ich da nicht hoch? Das hasse ich jetzt gerade, aber ich scheine da nicht lang zu kommen. Schade. So, dann machen wir wieder Puste, Puste und das Röckelein. Das lassen wir bei der Alice sein. Hallo, ich will in die andere Richtung. Danke. Liebe Mahjong-Steine, die gruselig aussehen. Schieberätsel, Mosaik. Und yay! Wieder windet sich der Schattendrache den Pfad entlang. Folge dem Drachen, Alice. Ah, ich verstehe, wie der Hase läuft. Wirklich ganz logisch. Zumindest jetzt. Was? Okay, ich muss jetzt wieder... ich muss wieder den... Sorry, das ist so ein Dingsbums zusammensetzen. So. Will ich hier runter? Yo. Wenigstens gibt's hier Money. Wenigstens gibt's hier Leben. Man kann's übertreiben. Danke. So, dann sammeln wir den ein. Und dann geht's hier hoch. Und dann können wir hier wieder aufmachen. Super. So, hier haben wir wieder so eine... Was? Ist das ein Jacuzzi? What? Eine halbnackte weibliche Ameise. Ist klar. Natürlich. Und so, die kommen also nur, wenn dieses Dingsbums dran ist. Oder was hat es jetzt gebracht? Ja. Okay, verstehe. Ameisen, lecker. Warte mal, pst. Nee, ich dachte, ich hätte irgendwo wieder so ein Schweinsgegrunze gehört. Hier kommen wir raus. Okay. Dann hat sich mein Wunsch doch erfüllt. Ich habe ja gesagt, ich will dahin. Gut, da waren wir. Jetzt müssen wir nach links. Eins, zwei, zwei fehlen noch. Zwei.
Das. Lag? Wieso lag das? Liegt es wirklich daran, dass ich streame und aufnehme? Das kann eigentlich nicht sein. Na, oh, wie sie in der Blume hockt. Ganz wohl behütet und geschützt. Blöde Papierkisten. Okay. Haha, Graf konnte mal wieder die erste Plattform und die letzte Plattform überspringen. So. Da wir ja natürlich Zähne brauchen für unsere Waffen, werden wir das natürlich gleich die Blume gleich auflösen. Wenn es nur zwei Zähnchen sind, ist egal. Ach, was versteckt sich da wohl? Haha, löst sich auf, wenn ich entweder zu nah komme oder mich bücke. Super, links oder rechts? Ich habe keine Ahnung, was du in der Hand hast, Alice, aber das sieht gruselig aus. Bitte lass das. Bitte lass das. Gut, da bin ich falsch richtig gegangen. Falsch richtig im Sinne von, ich bin nicht den regulären Weg gegangen, der mich weiterbringt, sondern den Weg gegangen, der mich zu einer Flasche führt. Wobei ich ja selbst so eine Flasche bin. Es gefällt mir nicht, dass es hier so dunkel wird. Warum gibt's hier nichts? Das ist mir echt ein bisschen zu dunkel dafür, dass es hier nicht, dafür, dass es hier nichts gibt. Ist das doch sehr anziehend und einladend. Warte mal. Ich hab's gewusst. Nein! Ich werde gleich wieder hin teleportet. Ja. 24 Züge. Zack, zack, zack. Jo, das war einfach. Das Tor ist offen. Nun kann ich wohl meinen Aufstieg zum Gipfel fortsetzen. Das kannst du, Mädchen. Super, wir haben auch alles. Also ich hätte jetzt nicht gesehen, dass wir irgendwas übersehen haben, aber... Muss auf der anderen Seite auch nichts heißen. Oh, jetzt sind wir im Wespennest. Das wird interessant. Warum kann ich da... Da sind also auch die Ameisen gefangen. Alles klar, da muss ich also gut aufpassen und abtimen. Ich kann also nicht hier einfach drauf. Finde ich zwar ein bisschen schade, dass man da nicht drauf kann. Aber so wie das aussieht, möchte ich da auch gar nicht drauf. So, Alice, jetzt wird es untenrum wieder ein bisschen kühl. Hui! Yep. Gut, ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt glitschen konnte. Aber ich will mich ehrlich gesagt nicht wirklich beschweren. So, hier ist noch eine Schweineschnauze. Jetzt kann ich dahin. Die Frage ist, möchte ich dahin oder möchte ich hier weiter? Muss ich da weiter? Nicht genug damit, dass sie uns ausbeuten und töten. Sie nähren ihre Brut von unseren verrottenden Körpern. Das ist doch gut. Hm? Als Symbol der Zuneigung tauschen Liebende oft eine Haarlocke aus. Das menschliche Herz kann mit 1000 Schlüsseln geöffnet werden. Das ist schön. Na,
Haarlocke austauschen als Zeichen der Liebe ist eigentlich auch nicht schlecht. Würde mir gefallen, liebe Damen. Aber es gucken ja gerade keine Damen zu. Hinus beim Eishockey. Dieser Kura weiß nicht, dass ich auf Twitch streame. Und generell wird die wahrscheinlich nicht da sein. Schlecht, Mr. Wespe. Na komm her. Tja, bringt nicht immer was, verteidigen, du Lümmeldurch. Ich glaube, die Emojis muss man sich, glaube ich, erkaufen, ne? Man kriegt ja hier so Loot-Punkte bei Twitch. Komm näher. Ich kann Rotkäppchen rückwärts. Ich kann das einmal eins bis zur elf. Ich habe jede Menge Verstand. Wirklich? Überzeug mich. Um die Sperre zu beseitigen, wecke den Frosch und leere seinen Magen. Das da wecken? Was ist mit seiner Zunge? Und den ganzen Warzen? Und woher weißt du das? Ich sah, wie es geschehen kann, während ich schlief. Super. Alter, du Arschkeks. Immer von hinten, ey. Alice mag sich von hinten. Ist dafür zu tough. Beruhigen. Ah, was ein Mistvieh, ey. Keine Ahnung, warum es mir gerade kein Damage gezogen hat. Aber ich will mich nicht beschweren. Wenn ich den Gong schlage, wacht er bestimmt auf. Ist jetzt die Frage, wie will ich den Gong schlagen? Lass mich doch erstmal in Ruhe alles angucken. Mr. Frosch. Frosche, die Frosch. So, hier hoch, lass mich raten. Muss ich das echt von hier machen? Wir sind das hingeflogen. What?
Was? Moment mal, Moment mal. Da ist ein Schlüsselloch. Aha. Lauf, kleine Alice, lauf sehr schnell. Da liegt eine Flasche Grell. Okay. Alles klar, Frosch. Der Frosch ist cool. Ich mag den. Weiß nicht, was ihr habt. Ich mag den. Hier ist... Warte mal. Hat der hier freigemacht? Ja, ne? Okay. Jetzt bin ich hier. Aber warte mal, hier war ich doch. Ach, der hat das Loch hier auch noch reingemacht. Ich verstehe. Okay, hier geht es wahrscheinlich weiter oder raus. Und hier gibt es wahrscheinlich irgendwie noch so ein Geheimnis. Bin mir nicht ganz sicher, welchen Weg ich jetzt gehen möchte. Hab keine Ahnung, wie das freigegangen ist, aber ich komme eh nicht mehr zurück. Eine Höhle des Löwen oder in der Brutstätte der Wespen. Ich mag sowieso alles nicht, was mit Wespen zu tun hat. Ich finde Wespen, so in Videospielen oder so, wenn du gegen Wespen oder so kämpfst, sowieso viel ekliger. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. What? Maßstab des eigenen Werts? So, jetzt putzen wir dir nochmal kurz nur das Röckchen. Hm, Alice, ist das nicht erfrischend? Muss bestimmt so anfühlen, als würde mir jemand ins Hosenbein pusten. Da ist noch eine Schweineschnauze, die hätte ich natürlich gerne. Da ist noch ein Zahn. Ja, komm drauf, geschissen. Geht das da durch? Nee, ne? Kann ich das irgendwie hier so ein bisschen tricksen? Ja, ich kann tricksen. Ich hoffe, du findest nicht nur die Emojis so genial, sondern dass dir auch das Spiel einigermaßen gefällt. Lieber Justin, das hoffe ich doch sehr. Ich rate, hier kommen bestimmt... Ja, es war so klar.
Na komm! Alter Schwede. Diese Kämpfe werden mittlerweile richtig hart. Boah, da wäre ich beinahe runtergefallen. Okay. Ist wieder so eine nackte Ameise. Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Also. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Oder du fängst die Objekte der Kunst in immateriellen Wert ein. Wie zum Beispiel Keramik, Papier, Porzellan, 3D-Modelle, virtuell. Dann muss das Objekt nicht leiden. Schon mal so an sowas gedacht? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht.